Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. Ich habe euch eine geile kleine Möglichkeit, wie ihr in den Premium-Rennen richtig, richtig absahnen könnt. Und zwar möchte ich euch drei Tricks zeigen, wie ihr A, diese Premium-Rennen immer fahren könnt, B, wie ihr schneller fahren könnt und C, wie ihr schneller beschleunigen könnt. Und zwar könnt ihr in diesem Premium-Rennen 100.000 GTA-Dollar gewinnen und bis zu 15.000 RP. Natürlich braucht ihr dafür immer noch notwendiges Talent, um die Rennen zu gewinnen und so weiter. Aber kommen wir mal zum ersten Trick. Wie kann ich ein Premium-Rennen immer und immer wieder starten? Und zwar gibt es hier an der Militärbasis einen Premium-Rennen-Kreis. Und dieser, ja, in diesen könnt ihr immer wieder reinlaufen und das Premium-Rennen von neuem starten. Entweder ist es ein Spielfehler oder irgendetwas anderes. Zumindest normalerweise müsstet ihr nach einem gefahrenen Premium-Rennen eine gewisse Zeit lang warten, bevor ihr es nochmal neu starten könnt. Also ich zeige es jetzt nochmal, das ist hier auf der Map. Hier ist dieser Rennkreis und dort könnt ihr ein Premium-Rennen immer und immer wieder starten und das Ganze ohne Wartezeit. So, das ist der erste Tipp, was ich euch geben kann, um in GTA ein wenig Knete zu machen, wenn ihr das notwendige Talent habt beim Rennfahren. Kommen wir mal zum zweiten Trick. Also der erste ist hier, ihr könnt ein Premium-Rennen starten und das immer und immer wieder ohne Wartezeit. Zweiter Trick, wenn ihr dieses Fahrzeug nehmt und diese Felge aufrüstet, die Carbonic Z, dann, also das Fahrzeug muss im Allgemeinen komplett aufgetunt sein und macht ihr dann diese Felge auf das Fahrzeug, das ist bei den super teuren Felgen ganz oben und die viertletzte meines Wissens, die Carbonic Z, wenn ihr die aufrüstet auf euer Fahrzeug, kommt euer Fahrzeug schneller als normalerweise auf seine Hauptendgeschwindigkeit. Diesen Glitch habe ich schon einmal hochgeladen, aber ich will ihn euch nochmal zeigen, weil ich finde, zu diesem Trick passt das ganz gut dazu, würde ich sagen. Also, ich habe jetzt diese Felge auf mein Auto aufgezogen und mein Kollege hat dasselbe Fahrzeug wie ich, nur hat er sich für eine Lowrider-Felge entschieden. Und jetzt möchte ich euch zeigen, dass mein Fahrzeug viel schneller als seins auf die Hauptendgeschwindigkeit kommt und ihr damit die Chance in einem Premium-Rennen habt, natürlich eher ins Ziel zu kommen als andere oder beziehungsweise als Erster. Und wie ihr seht, kann ich mich mit dieser Felge von meinem Kollegen recht gut absetzen am Start. Kommen wir zum dritten Trick, wie man in Premium-Rennen richtig Asche machen kann. Und das wäre nämlich dieser Trick. Und zwar, wenn ihr im Rennen seid und ihr dann links oder rechts mit dem Fahrzeug euch so positioniert, dass die einen zwei Räder auf den Curbs und die anderen zwei Räder auf diesem schwarzen Asphalt sind, dann bekommt euer Fahrzeug eine wahnsinnige zusätzliche Beschleunigung in dem Rennen und ihr könnt euch sofort vom Start und allgemein im Rennen von dem Hauptverfolgerfeld absetzen. Das Fahrzeug bekommt einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsboost und somit habt ihr eine wahnsinnig gute Möglichkeit, diese Rennen auch zu gewinnen und dann natürlich sehr, sehr gut auch abzusahnen, denn für so ein Rennen bekommt ihr 100.000 GTA-Dollar, wenn ihr es gewinnt. Und diese drei Tricks wollte ich euch jetzt unbedingt zeigen, damit ihr die Möglichkeit habt in GTA, solange wir nicht einen anständigen Money-Glitch haben. Da habt ihr zumindest mal die Möglichkeit, aus eigener Kraft legal ein richtig, ja, also richtig gut abzusahnen. Dann möchte ich mich nochmal beim Nasenhaar Wombat recht herzlich bedanken, dass ich sein Gameplay hier an dieser Stelle verwenden durfte. Ich möchte euch bitten, wenn ihr da Bock drauf habt, ich habe ihn in meiner Videobeschreibung verlinkt, der macht echt gute Videos und steht auch in seiner Karriere noch relativ am Anfang und ich finde das relativ unverdient, denn er macht wirklich gute Videos und wenn ihr Bock und Zeit habt, schaut doch mal auf seinem Kanal vorbei
Und ja, schaut euch an, was für Videos er hochlädt. Lasst ihm ein Like da. Wenn euch das im Allgemeinen gefallen tut, dann natürlich abonniert ihn. Nasenhaar Wombat ist sein Name und ist verlinkt bei mir in der Videobeschreibung. Schaut da gerne einmal vorbei. Ich blende euch jetzt nochmal ein, was ihr hier bei einem Premium-Rennen an GTA-Dollar und RP genau gewinnen könnt. Und mit diesen drei Tricks, also dass man das Premium-Rennen immer wieder starten kann, dass man eine Felge hat, die einen schneller auf die Hauptendgeschwindigkeit bringt, und mit diesem Trick, dass man die Curbs hier mitverwendet, in dem Sinn, dass man das Fahrzeug an den Curbs so positioniert, dass die einen beiden Reifen auf den Curbs sind und die anderen beiden Reifen am Straßenrand, bekommt das Fahrzeug einen wahnsinnigen Geschwindigkeitsboost und damit habt ihr dreimal mehr Möglichkeiten, hier abzusahnen. Und ja, wenn euch das gefallen hat und ihr sagt, hey, das ist ja geil, vielen Dank, Lurchi und so weiter und so fort, am meisten freue ich mich immer über ein Like. Wenn ihr das erste Mal bei mir seid, dürft ihr mich sehr gerne abonnieren. Schaut auch mal bei Nasenhaar-Wombat vorbei. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Lurchi Nummer 1, macht's gut, bye.